Ja, gewonnen! Hi und willkommen hier in Stradis Werkstatt. Ja, Spielezeit. Ich habe mir ein Flitzepuck-Spiel gebaut und ich zeige euch gleich, was ihr dafür alles braucht und wie das funktioniert. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ja, wir brauchen 18er Multiplex. Das habe ich gerade da. Ihr wisst ja, ich habe so Mehrschichtplatten, das ist so mein Ding. Ja, davon müssen wir uns 5 cm Streifen runterschneiden. Und aus diesen 5 cm Streifen müssen wir folgende Maße rauskriegen. Wir brauchen 2x35 cm, das sind die Stirnseiten. Wir brauchen 2x58 cm. Dann brauchen wir noch ein Mittelstück, wo das Tor reinkommt, damit wir unsere Chips durchschießen können. Das schneide ich auch auf 35. Das Ganze muss aber dann noch in den 5 cm noch gekürzt werden. Ich erkläre euch gleich, warum. Wir felzen das Ganze und um das Falzmaß müssen wir das Mittelteil, das Tor, die Torleiste, müssen wir so kürzen. Wenn wir das alles zugeschnitten haben, und unseren Falz dran gemacht haben, messen wir dann, wir stellen das Ganze zusammen, messen wir dann unsere Spielfeldplatte aus und die habe ich aus Eicherplaster, weiß beschichtet, 9 mm und alles Weitere sehen wir jetzt gleich nach dem Zuschnitt. Bis dann! Ich muss jetzt mir die Maße ausmessen für meine Spielfeldplatte. Dazu nehme ich eine weiße Eicherplastplatte. Da habe ich noch einen Rest. Die ist ungefähr 9 mm stark. Deswegen habe ich hier auch einen Falz ausgesägt. Also nicht mit der Oberfräse gemacht, sondern mit der Tischkreissäge. Geht nämlich auch. Und ja, ich messe mir es jetzt aus. Und schneide mir die Platte zu und dann sehen wir uns wieder. Ja, also unseren Rahmen haben wir jetzt zugeschnitten. Wir haben auch die Grundplatte zugeschnitten. Das Mittelteil, wo das Tor dann noch angezeichnet wird, das Maß nenne ich euch dann noch. Ja, was kommt dann noch? Ich bohre jetzt hier jeweils zwei Löcher rein mit einem 3,5er Bohrer, Kegelsenker. Dann kommen ja noch Löcher hin für unsere Gummischnüre. Ich habe hier aber Silikonschlauch. Und ich glaube, das geht genauso. Ich hoffe es. Wenn nicht, muss ich ihn halt wieder wegmachen und muss dann Gummikordel mir besorgen. Ja, ich mache das jetzt alles und danach quatschen wir nochmal weiter.
Es sind alle Löcher gebohrt jetzt. Ich habe auch den Senker benutzt, das habt ihr ja gesehen gerade. Und bevor ich das jetzt zusammenschraube, halte ich es mir hier bündig und dann nochmal mit dem 3,5er Bohrer vorbohren, weil sonst platzt mir das Ganze aus. Dann schraube ich das jetzt zusammen, dann gucken wir mal, wie das Spielfeld, die Platte reinpasst. Und danach kümmern wir uns um die Leiste. Da kommt ja das Tor rein. Und da sollen ja dann die Chips durchflutschen. Ja. Ich schraube das jetzt und danach machen wir das mit dem Tor. Jetzt befestigen wir die Rückwand, also die Rückwand, das Spielfeld mit dem Rahmen. Dazu habe ich auch wieder einen 3,5er Bohrer und ich habe schon mal eine Probeschraube gemacht. Und zwar habe ich mir hier die innen drin mit dem Bleistift die Linie angezogen, habe mir die saubere Seite natürlich ausgesucht, die innen ist. Und die, wo nicht so schön ist, die ist außen. Ich habe eine Linie gezogen, die seht ihr hier. Und da dazwischen gehe ich jetzt mit meinem Bohrer und bohre schräg. Ich habe zwar hier 8 mm Material, aber trotzdem schräg, damit es mir nicht ausplatzt. Und dann müsste das Spielfeld eigentlich ganz gut befestigt sein. Ich mache das Ganze bewusst wieder ohne Leim. Aus einem Grund, wenn was kaputt geht, kann man es auseinanderschrauben, auswechseln, fertig. Ansonsten musst du nämlich es auseinanderklopfen und das ist mir zu viel Arbeit, wenn mal was sein sollte. Ja, das mache ich jetzt und dann kümmern wir uns um das Tor. Jetzt kümmern wir uns um das Tor. Dazu reiße ich mir hier die Mitte an und das Tor soll 5 cm breit werden und 2 cm in der Höhe, damit die Pucks durchfliegen können oder die Chips, die Spielchips. Ja, das zeichne ich jetzt schnell an und sehe es an der Dekopiersäge, denke ich mir mal. Das 18er Material schafft es schon. Ja, also das Tor ist fertig ausgesägt. Ich habe das jetzt vermittelt und zwar habe ich das Holzstück genommen, habe es hier wettergelegt, also dran gelegt. Ich kann es euch mal auf dem Abfallstück, nur dass man es symbolisch mal sieht. Also habe das so angelegt und habe hier ausgemessen, was übrig bleibt. Das sind 52,6 geteilt durch 2, 26,3. Dann habe ich das Tor oder die Leiste mit dem Tor hier reingelegt.
26,3 von da und von da und dann passt es. Ich bohre das jetzt mit einem 3,5er Bohrer vor, damit es nicht ausplatzt. Von der Seite, schraube es aber noch nicht fest, weil ich mir hier mit dem Bleistift jetzt Markierungen mache und von unten mit zwei Schräubchen jeweils das noch festmache. Also da zwei Schräubchen, da zwei Schräubchen. Und dann ist das auch fest. Ja, dann werde ich hier innen drin alles mit der Kante, ich werde über die Kante brechen. Nicht schlecht. Nein, ich werde die Kanten brechen. Tolles Deutsch. Ja. Und außen werde ich dann noch eine Rundung dran zaubern, damit man sich nicht verletzt. Und dann haben wir es fast schon soweit. Dann melde ich mich nochmal. Ich habe mich unentschieden, ich habe keine Rundung dran gefräst, weil ich mir gedacht habe, ich kann die Kante auch echt sauber und ordentlich von Hand schleifen. Ja, jetzt kümmern wir uns um die Spannung hier, ob das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Und zwar habe ich hier, das ist ein Silikonschlauch, das ist, ich glaube, ein Infusionsschlauch, ich weiß es gar nicht. So, spann ist jetzt hier drüben und friemel das Ganze da drüben noch rein. Und dann machen wir noch die Pucks. Das war jetzt nur so ein Holzrest. Obwohl, man könnte eigentlich auch einen Ast nehmen, einen schönen runden und so Chips gerade abschneiden. Dann hast du es naturell. Könnte man auch machen. Ich gucke mal, was ich da habe. Vielleicht mache ich es auch so, aber so kann man das echt gut spannen. Und dann mache ich jetzt da drüben die Seite noch und danach gucken wir es uns im fertigen Zustand an. Drapé heißt, glaube ich, im Französischen. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe.
Ja. Ein wunderbares Spiel mit Suchtfaktor. Ihr wisst, 6 Spielesteine hier rüberbringen und ihr habt gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie es bei meinen Kids ankommt. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, auch sowas wirklich zu bauen. Und ganz ohne Leim, wenn was kaputt ist, einfach aufschrauben, rausnehmen, fertig. Ja, Gummischläuche kann man auch auswechseln, auch kein Problem. Ja, ich hoffe, dass wir lang dran Freude haben. Und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Ich wünsche auch euch viel Spaß beim Heimwerken, Handwerken, Basteln. All das, was euch Spaß macht. Tut's einfach. Es tut gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Vergesst nicht, mir den Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren. Und am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr wieder hier bei mir in meiner Werkstatt vorbeischaut. Bis demnächst, euer Stratti.